Willkommen, Railway Empire 2 nach langer Zeit mal wieder live auf Twitch. Ich zeichne auch für YouTube ein Spiel, von dem ich auch ein Crash-Kurs-Video übrigens gemacht habe. Wir sind live auf Twitch unterwegs am zweiten Weihnachtsfeiertag und den Damen und Herren auf YouTube, denen gebe ich den Link auf den Crash-Kurs hier drunter in der Textbeschreibung, auch Playlist und so weiter zu diesem Spiel und zu dieser Reihe hier. Auf Twitch könnt ihr das auch posten, Ausrufezeichen Game, gebt euch alle Infos, Spiel ist auch bei Games Planet verfügbar, im Augenblick leider nur mit einem kleinen Rabatt, oh, da ist ja drunter ein Link. Wir spielen, wie so oft, ohne KI-Gegner, weil mir das einfach mehr Vergnügen bereitet, weil ich gerne in schönen Landschaften schöne Strecken baue und nicht immer nur effizient, sondern auch so, dass sie irgendwie natürlich aussehen und dass sie in der Mitfahrperspektive ganz zauberhaft sind. Mittlerweile ist der erste DLC angekündigt für dieses Spiel Made in Germany. Gaming Minds, das Entwicklerstudio, entsendet uns demnächst einen Entwickler für einen Preview-Stream zu Beginn des Jahres 2024 für den ersten DLC. Den wird es hier bei mir vorab exklusiv geben. Darauf freue ich mich schon sehr, euch das zu zeigen hier. Vorher als Einstimmung ein bisschen rumfahren. Wie gesagt, ein Weihnachtsstream. Ich habe mich mit dem Chat auf Twitch ein bisschen abgestimmt und die Meute hat gesagt, WB, bitte, 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 Nordamerika, Nordostküste von Nordamerika. Wir werden in Kanada starten, in Montreal, im Jahr des Herrn 1900. Und auf geht's hier. Wir machen ein neues Spiel hier. Ein Freispiel. Es gibt auch Kampagne, Szenarien, Modellbaumodus ist der Sandbox-Modus. Und im freien Spiel gibt es eine große Auswahl. Oben kann man sortieren, Europa oder Nordamerika. Der erste DLC wird eine Karte bringen, die einen von Europa ausfahren lässt bis nach Konstantinopel. Also bis zum heutigen Istanbul. Es wird ein neues Feature geben, das so ab dem ich glaube 1870, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, verfügbar sein wird. Das sind die Luxuszüge. Und ein eigenständiges Szenario wird es geben und vieles andere mehr. Ich habe auch schon mal ein bisschen meine Finger und Fühler ausgestreckt und den DLC wird es vorab auch bei Games Planet geben und ich denke auch ein bisschen preiswerter über mich mit einem Community-Gutscheincode, aber darüber reden wir, wenn alles fix ist. Neben beiden Nordamerika-Karten hier oben diese hier. Kanada, beziehungsweise Südosten von Kanada und der Nordosten der USA. Wir starten im Jahre des Herrn 1900. In 10 Jahresschritten kann man das einstellen. Man kann jede x-beliebige Stadt hier oben sich auswählen. Ich würde gerne mit euch mal Montreal nehmen. Von dort aus hat man es nicht weit bis zu den großen Seen. Und auf der rechten Seite bis zur Ostküste. Hier sind die Appalachen, das Küstengebiet. Sehr waldreich die Gegend. Kann man auch wunderschön fahren. Sollte alles top sein. Und Signalmodus auf automatisch. Mittlerweile gibt es durch ein Update die Möglichkeit, auch manuelle Signale zu bauen. Auf vielfachen Zuschauerwunsch. Ich finde einfach, dass so wie die Entwickler das so entwickelt haben mit dem halbautomatischen Modus persönlich cooler und das wollen wir auch nutzen. Ja? Legen einmal los und beginnen damit, dass wir eine Persönlichkeit wählen mit speziellen Vorteilen und Nachteilen. Ich spiele am liebsten mit ihm. Das ist der Ingenieur, der gibt uns etwas niedrigere Kosten, wenn man Gleisetunnel und Brücken baut. Und ich finde das deshalb ganz cool, weil ich ja eher diese harmonischen, also diese natürlich anmutenden Strecken baue, oft mit ein paar Kurven. Und dann ist das für mich nicht ganz so eine Bestrafung, dass ich schönen Bau betreibe mit eher längeren Strecken, die sich so sanft und kurvig in die Berge hineinschmiegen, weil ich wenigstens etwas weniger dafür latzen muss. Bulls Bahnen könnten wir auch jetzt lassen. Wir könnten auch Bulls Railways hier machen. Wie ihr möchtet. Das würde eigentlich auch ganz gut passen hier. Bulls Railways. Ich lasse den Apostroph weg. Und unser Name heißt. Schade. Das, was ich schreiben wollte, geht nicht, weil zu lang. Einmal WB ist der Kürzel für unsere Firma und Bulls Railways. Hier geht es los. Dann spielen wir ohne KI-Konkurrenten. Ich habe es eben begründet, mittelgroßes Startkapital. Die Aufgaben, die man erfüllen muss, um Punkte zu erreichen. Weg. Brauchen wir alles nicht. Wir spielen so für uns selber. Rest lasse ich auf normal. Wichtiger Tipp, falls ihr selber spielen wollt.
Achtung, das ist vorausgewählt Städtegründungen. Dann kann man Aufgaben erfüllen. Also ein paar der Städte gibt es nicht von Beginn an auf der Karte. Dann muss man da Güter hinbringen. Dann stehen die über Zeit. Ich persönlich spiele lieber ohne. Könnt das gerne ausprobieren, aber passt auf, dass ihr euch das nicht aus Versehen reinholt. Und was ich persönlich für sehr angenehm finde, wenn man bei den Rückerstattungen unbegrenzt ein Spiel einstellt. Das bedeutet einfach, dass wenn man sich verbaut hat und einmal neu bauen möchte, dass einen das nichts kostet. Und das mag ich persönlich sehr. Ja? Alles klar? Und auf geht's, meine Damen und Herren. Wir starten. Chu-chu, wenn ich das rüberrufen darf. Chu-chu. Ich wollte Toronto nehmen, nicht Montreal. Jetzt habe ich Montreal genommen. Nee, ich glaube, ich wollte Toronto nehmen. Gehen hier oben mal gucken. Nee, ich sollte Montreal sein. Ich weiß nicht, wie oft Toronto. Vielleicht habe ich mich mal versprochen, aber ich wollte tatsächlich hier oben loslegen. Oh, stimmt. Wir wollten mit Toronto spielen und nicht mit... Ja, jetzt sind wir hier oben. Jetzt ziehen wir das auch durch. Dann sind wir auch in Kanada. Da spielt man ja selten. Dann machen wir hier eine Verbindung. Quebec City, Montreal, Ottawa. Das geht. Den Startbahnhof kann man nur in der Stadt hinsetzen, wo man auch begonnen hat. Also wir müssen mit einem Bahnhof hier vorne beginnen. Hier ist Bierproduktion, da Fleisch. Bier ist schon da und Fleisch auch. Das heißt, hier kann man sogar Fertigwaren schnell aus hin und herstellen. Das Spiel zeigt einem dann immer an, wo man zu Beginn Prämien sich holen kann. Das ist eine gute Hilfe, um zu Beginn schnell voranzukommen. Die sind teilweise auch hoch, die Prämien, also dorthin zu bauen, das lohnt sich richtig. Das würde ich auch gerne nutzen. Mais hier vorne anschließen. Die drei anschließen ist sicher nicht falsch. Genau, die drei können wir hier schon mal anschließen. Mais hier oben, dann bekommen wir hier schon mal zwei Prämien dazu. Danach können wir uns dann überlegen, ob wir rechts weiterfahren. Das ist ein bisschen teurer. Umwege durch die Küstengebirge, vielleicht eine Brücke oder ein Tunnel. Das kann teuer werden. Hier runter können wir allerdings auch. Das geht ebenfalls. Also ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir die drei hier verbinden. Dann können wir auch schon mal Fleisch und Bier automatisch austauschen. Mais wird überall nachgefragt. Es ist eine Grundware. Spiel unterscheidet bei den Rohstoffen zwischen solchen, die direkt von den Städten verbraucht werden und solchen, die nur die Industriegebiete Industriegebäude verbrauchen, und die Industriegebäude sind immer nur in den Städten. Rohstoffbetriebe auf dem Land, Industriegebäude in den Städten. Und die Faustregel beim Spiel ist halt, je größer eine Stadt wird, desto mehr wird an Waren freigeschaltet über Zeit, die nachgefragt werden. Anfangs sind das nur so ein paar Basiswaren plus die Rohstoffe für die Fabrik, die es eventuell in der Stadt gibt, mit bestimmten bestimmten Einwohnerschwellen, die man hier überschreitet, werden weitere Waren freigeschaltet. Und dann gilt doch die Faustregel, ich glaube, es waren 60%, ne? Wenn man mehr als 60% Bedarfsdeckung hat in der Stadt, ich glaube, es waren mehr als 60%, dann gibt es Bevölkerungswachstum in der Stadt. So habe ich es gerade im Kopf. Liebe Grüße an Ranger, hallo Pascal und an alle anderen, die hier unterwegs sind. Über 700 Driver Empire Interessierte, freut mich sehr, frohe Weihnachten euch alle. Lass uns einen Bahnhof hier runterbauen. 1, 2, 3. Mais anschließen. Gemüse kommt erst später. Getreide brauchen wir sofort. Getreide können wir auch hier gebrauchen beim Bier. Das können wir hier auch gebrauchen. Holz ist eine Ware, die man auch überall braucht. Dann machen wir einen Bahnhof mit dem Bahnhofsgebäude nach links oben hin. Das ist ein großer Unterschied zum ersten Teil. Da musste man sich entscheiden, ob man einen kleinen, mittleren oder einen großen Bahnhof baut, und die hatten verschiedene Baukosten. Mittlerweile ist es komplett dynamisch. Das heißt, man setzt ein Gebäude, das kostet immer gleich viel. Je nachdem, an welchem Gleis man abgeht und wie viele Gleise man dann baut in einem Bahnhof, werden die entsprechend teurer. Und hier könnten wir schon mal einen hinsetzen. Das erste Gleis werde ich ungenutzt lassen, denn das erste vom Bahnhofsgebäude aus abgezählt. Denn ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nachher, die wollen wir nachher noch alle anschließen. Das ist das erste Ziel. Hier gibt es eine Brauerei, da gibt es eine Fleischerei. Da können wir die beiden Rohstoffe austauschen und natürlich Personen und Post. Und die Anschlussprämie war allerdings hier oben.
kommt auch da ein Bahnhof hin. So, weitere können wir nicht bauen. Wir müssen erstmal die beiden verbinden. Gehen hier runter. Und ich würde das gerne so machen. Ich würde gerne den. Ich zähle immer vom Bahnhofsgebäude aus. Das erste, was wir hier haben, das lassen wir frei. Da müssen wir nachher zurückgehen und die hier oben anschließen. Später im Spiel Obst und Gemüse und wahrscheinlich zu Beginn schon das Getreide. Und hier vorne machen wir das ähnlich, also vom Bahnhofsgebäude aus gezählt das erste Gleis, also das, was gerade steht. Das nutzen wir, um Rohstoffe von oben anzuschließen. Das zweite und das dritte Gleis nutzen wir für eine durchfahrende Strecke rauf und runter. Im Einbahnstraßen- oder Einbahngleissystem, um später Personen und Passagiere zu transportieren. Das vierte Gleis nutzen wir auf dieselbe Weise für allgemeine Frachtgüter, viertes und fünftes, rauf und runter. Und ab dem sechsten können wir dann woanders, hier nach rechts rauf oder in Richtung Osten bauen oder wohin auch immer. Auf acht Gleise ist das Ganze hier beschränkt. Ja? Das heißt, wir verbinden hier Gleis 2 und 3. Oh, Vieh braucht man auch hier oben. Wo wird nachher der Umstiegbahnhof sein, um die Ostküste anzufahren? Wenn die Leute in Montreal umsteigen oder in Ottawa umsteigen, die zur Ostküste wollen. Was meint ihr? Hier nachher so lang, von Montreal aus eine Stichstrecke hier runter. Und in Albany dann ein Umstieg Boston, Portland, Bangor. Und hier durchfahren, und das ist ein allgemeiner Umstiegbahnhof, dann sollten wir viele Gleise hier freilassen. Wir setzen mal das erste Gleis nach oben hin. Ottawa wegen des Gebirges. Weil man hier leichter durchkommt, weil hier nicht so ein Gebirge ist. Ja, hier könnte man auch umsteigen, da könnten auch die hier vorne, obwohl, das schreit gerade dazu, dass man danach, dass wir hier eine Verbindung bauen. Hier könnte man sogar auch einen coolen, vielleicht sogar einen Kreisverkehr hier machen. Hör mal, ich nehme mal Montreal. Also ich glaube, da gibt es keine perfekte Lösung. Gehen hier oben hin, machen die Verbindung nach oben hin. Höhenlinien habe ich so eingestellt, dass sie einmal automatisch angezeigt werden. Und ich würde gerne mit euch ein bisschen am Fluss entlang fahren. Allerdings nicht ganz dicht, weil da werden mehrere Gleise noch daneben sein, aber so ein bisschen. Auf die Höhenlinien. Wenn die Kurven zu eng sind, dann wird es auch langsamer. Muss man drauf achten. Jetzt geht es doch da oben hin hoch gleich. Hier muss man wieder runter. Dann könnte man doch die. Dann machen wir das anders. Dann könnten wir doch die Höhenlinien hier mitnehmen an der Küste. Weil oben geht's nochmal. Ist noch so ein Hubbel. Dann machen wir das auch noch mal einmal in schick, aber wir fangen schon mal so ein bisschen an.
Und dann geht's hier rein in, was hatten wir gesagt, in den, glaube ich, wollten wir rein. Lassen wir zwei Gleise links frei. Das eine Gleis ist, führt in Anschluss von dem Gemüse und dem Erz und was auch immer. Und das zweite für die Stadt. Ich glaube, wir können direkt ins Gleis 2 reingehen und wir müssen nicht ins dritte rein. Ich glaube, so können wir es machen. Frohe Weihnachten allen, die reingekommen sind. Seven Ducks, danke fürs 38. Abo. Austrian, liebe Grüße an dich. Danke fürs 15. Der Goldschmied, willkommen. Ja, danke fürs 8. Abo. Jetzt schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Im Prinzip ist das eine schöne Strecke. Ich achte immer darauf, dass es gerade rausgeht. Das ist so eine Marotte von mir, weil in den Innenkurven, da wird es oft nachher problematisch. Und das hier gibt ja eine Kurve nach links. Und wenn man die Außenkurve zu eng macht, dann kann die Parallelstrecke gleich, da kann die Kurve dann noch enger werden und dann eventuell Tempoverluste. Glaube ich, zu weit runtergegangen, ne? Hier ebenfalls. Ich glaube, so ist besser. Kann man auch weiter gucken. Und so kann man es im Prinzip bauen, ne? Ich denke das ja. Müssen aufpassen, es gibt nachher noch eine Parallelstrecke rechts davon und wenn die Kurven, die nach rechts gehen, zu eng sind wie hier, das kann ein Problem geben. Vielleicht setzen wir deshalb hier mehrere Punkte hin, damit die Kurve insgesamt eine sachtere wird. Das kann einmal bestätigen, einmal bauen bitte. Dann bestätigen wir noch ein Parallelgleis. Wir haben die Wahl rechts oder links. Kann man auch später manuell machen, aber so geht es schneller. Bestätigen wir auch einmal. Bauen. Und dann noch eine dritte. Brauchen wir im Augenblick nicht, aber ist jetzt so einfach zu bauen für die Fertigwaren, die rauf und runter gebracht werden. Kostet noch einmal ordentlich Geld hier. Das reicht. So, jetzt haben wir das als Verbindung. Dann schaffen wir einmal parallel rauf, einmal parallel runter. Und zwar Gleisbau und Gleisrichtung mit gedrückter... Nee, einfach so. Einmal rauf, einmal runter. Einmal eine Strecke rauf, einmal eine Strecke runter. Dann würden wir gerne anschließen hier links Mais, Anschlussprämie 270.000 und einmal das Holz. Es wäre eigentlich ganz klug, die Verbindung bis hierhin raufzuziehen. Schauen, ob das Geld dafür noch reicht, wenn wir hier noch einen Bahnhof hinsetzen. Das sollte auch klar gehen. Einen Bahnhof hier vorne hin. Ja, ich finde es auch sehr, sehr entspannt, das Bauen. Und die Karten sind einfach viel, viel größer als im Vorgänger. Das ist echt ein schönes Spiel geworden. Ist auch wieder die Königsfrage, welche Gleise nutzen wir? Und hier gibt es wieder mehrere Gemüsesachen, aber teilweise auch hier geht es hier vorne rauf. Lassen das erste Gleis frei, das zweite benutzen wir. Das heißt, das benutzen wir hier. Einmal raus, bitte. Hier rein, bitte. Kennt ihr schon? Ich würde gerne gerade raus.
ist die Frage, wollen wir diese enge Kurve haben? Bringt die uns irgendwas? Ich wollte dem Weg hier aus dem Weg gehen. Das kann man ein bisschen korrigieren. Das können wir einmal so machen. So können wir es machen. Und hier ist die Kurve eine enge, aber die ist auf der rechten Seite eng. Und die Doppelstrecke wird links sein. Das heißt, wir werden nicht ausgebremst. So können wir das bestätigen. Eine Parallelstrecke hier. Das kostet jetzt richtig Geld, aber ich mach's mal. Wobei, die können wir, glaube ich, auch später bauen. Denn wir werden Fleisch... das bis oben transportieren. Wir machen es mal. Weil ich zu faul bin. Weil man das dann nachher einfacher machen kann. Einmal hier rein. Gleisrichtung. Wieder rauf und runter. Fortsetzung davon. Und dann machen wir noch die Verbindung hier zum Holz hin. Und das Holz rechts rein, ne? Links vom Bahnhof kommt das Holz rein. Einmal den Bahnhof bauen. Und im Gegensatz zu den Stadtgebäuden, wo man die Bahnhöfe innen drin baut, innerhalb der Stadt, bei den Rohstoffgebäuden außerhalb der Betriebe halt. Das kommt alles noch mit den Weichen. Erstmal baue ich ja alle Bahnhöfe, Matze. Hier hin. Gleisbau, erstes Gleis, das reicht. Einmal raus und das schließen wir dann hier an. Weil von Ottawa aus die Personengeschichten, da ist eine Stadt da, die packen wir dann da oben lang. Das war die Holzgeschichte. So, und jetzt wollen wir noch Mais von oben anschließen. Vieh können wir auch anschließen hier für die Fleischgeschichte. Wir können hier eine durchlaufende Strecke machen. So. Weil das Fleisch wird hier oben in Quebec verlangt. Noch reicht das Geld. Wie teuer ist eine Lok? Lass mal gucken, wie teuer eine Lok ist. Also eine gemischte Lok, die gut geeignet ist, sowohl für Fracht als auch für Post und Passagiere, kostet gerade mal 54.000, das ist die modernste. Also um die 50.000 eine Lok. Wir haben noch 49.000 und ich würde ungerne einen Kredit aufnehmen, sonst gerne, aber ist hier irgendwie Quatsch. Das heißt, hier noch die Verbindung machen und dann bekommen wir hier auch die Anschlussprämien. Ein Bahnhof hier oben hin. Dann nehmen wir das innere Gleis. Rein nach Quebec, bitte. Da können Waren dann gleich umsteigen. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Zu heftige Steigung. Mal gucken, wie wir das hinbekommen.
Tunnel. Ja, wir könnten den Bahnhof. Den sollten wir irgendwie anders hinlegen. Also hier holen wir die ja ab und hier holen wir die ab. Wir könnten auch eine Kurve hier unten reinmachen. Das war auch kein großer Unterschied. Wir legen den Bahnhof mal anders. Wir hatten ja eingestellt, dass man ohne Kostenverlust abreißen kann. Wir legen den Bahnhof etwas anders, dass wir weniger Probleme haben mit der Steigung. Die Loks werden noch lackiert. Wenn ihr wollt, könnt ihr daher Wünsche äußern, ja? Und zwar Höhenlinien kann man sich mit H anzeigen lassen. Und wenn wir jetzt weiter nach außen gehen, ist es hier oben flacher. Und das würde ich, glaube ich, gerne machen. Ein Stück weiter von hinten. Vielleicht hier so. Und dann, dass wir mehr Platz haben, um in die Kurven reinzugehen. Schauen, ob das einfacher wird so. Kein Tunnel, nein. Viel zu teuer, das kriegen wir auch ohne Tunnel hin. Jede Wette. Wie stark die Steigung ist, ist eigentlich auch egal. Wenn die runterfahren, die voll schwer. Und rauf fahren die ja ohne Waggons, weil die haben ja keine, auf der Rückfahrt müssen die keine Fracht mitnehmen. Das heißt, der anspruchsvolle Teil der Strecke, die Fahrt rauf, da können die mit Spitzentempo fahren, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Das sind Steigungen eigentlich Wumpe für uns, die bremsen uns nicht aus, weil vollgepackt waren die immer bergrunter. Wenn wir uns das beherzigen, dann ist das hier gar nicht so schwer. Einmal so. Etwas früher runtergehen. Werte arbeiten so. Hier geht die Steigung runter. Das ist, glaube ich, schon okay. Da sollte es eigentlich keine großen Probleme geben hier. So machen wir das. Eine andere Frage ist, nochmal Vergleich mit den, hier oben, den Zug müssen wir nachher auch noch anschließen. Nee, das ist okay so. Jetzt mal nur einen Bahnhof hier unten fürs Vieh. Den würde ich eigentlich gerne nachher kaufen. Der könnte hohe Rendite bringen, falls im Augenblick das Vieh nicht abtransportiert wird, aber die Auslastung ist extrem hoch. Wenn wir das Teil kaufen, dann wird das sehr, sehr viel kosten. Preis, also sinnvoller ist das Gebäude dann zu kaufen, bevor die nicht schon vorab ihre Waren irgendwo hinbringen, also solche, die weit draußen sind, die man anschließt. Man kann sich das vorab hier oben über die Warenströme anzeigen lassen. Es gibt halt auch einen Warentransport, bevor man anfängt, Eisenbahnen zu bauen. Wenn die fertig, die Fabrikgebäude und die Rohstoffgebäude dicht nebeneinander liegen zum Beispiel, dann sind die Ströme auch so da. Und dann lohnt sich in der Regel der Kauf nicht. Aber bauen können wir das hier. Einmal ein Bahnhof hier vorne hin. Nee, ich glaube, das funktioniert anders, das Spiel. Matze schreibt im Chat, wir hätten ja moderne Lokomotiven mit ordentlich Wumms dahinter, die auf viele Steigungen gut passen. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist bei Railway Empire so gebalanced, dass wenn man in neue Epochen reingeht und modernere Lokomotiven, dass dann das Spiel auch die Waggons und deren Fracht als größer und schwerer in die Kalkulation einfließen lässt. Sodass die Züge nicht immer mit jeder modernen Lok immer schneller und schneller und schneller und schneller werden, sondern die haben auch mehr zu schleppen. So gleicht sich das dann wieder aus. Ein Bahnhof hier vorne hin. Und selbe Höhenlinie heißt so weit wie möglich nach unten hin, bitte.
Und einmal die Verbindung bitte. Und hier vorne runter. Das schließen wir dann hier an. Und auch hier gilt voll runter, leer rauf. Das sollte eigentlich funktionieren so. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen machen, damit der Mais, der in Quebec City landet, nachher mitgenommen wird. Über Frachtstrecken in die anderen Bahnhöfe müssen wir hier oben ein Umsteigegebäude bauen für Material. Weil im Spiel gilt das so bei Railway Empire 2, wenn man mit Passagiere und Post steigen immer automatisch um in den Bahnhöfen. Und wenn man will, dass Fracht umsteigen kann, also umgeladen werden kann, dann muss man eine spezielle Bahnhofserweiterung bauen, bei der man dann das Gut, das mitgenommen werden kann, für andere Strecken halt anwählen kann. Muss. Ne? Und die Anzahl der Waren, die pro Gebäude irgendwie mitgenommen werden können, ist jeweils auch limitiert. Dann gibt es so eine Sonderregel bei Post und Passagiere. Ja, die werden automatisch steigen die um, aber die steigen nur dann um, wenn die gesamte Strecke, die dann zurückgelegt wird nach dem Umsteigen, wenn die nicht doppelt so lang ist wie gerade Luftlinie. Also wenn ihr drei Städte habt und in der mittleren Stadt sollen Post und Passagiere, die beiden Expressgüter im Spiel, umsteigen können oder umgeladen werden können, dann geht so ein flaches Dreieck, das ist okay, aber je spitzer das wird, irgendwann kommt man dann dahin, dass die Strecke dann doppelt so lang wäre wie die direkte Luftlinie, wie die direkte Verbindung, und dann steigen die nicht um, dann klappt das nicht. Danke fürs Cheeren an Schattenfuchs, sehr lieb, danke dir. Danke an Marcel fürs Abo verschenken an Bello Bismarck, hi Bello. Und jetzt können wir im Prinzip schon loslegen, ne? Also Umsteigegebäude können wir auch nachher machen. Die werden im Augenblick, die kann man nachher noch kaufen. Wir können auch erstmal alles kassieren. Zum Start reicht das hier eigentlich, ne? Wir kontrollieren noch einmal, ob wir die Gleise an den Bahnhöfen, bevor wir die ersten Strecken, die ersten Verbindungen einlegen, ob wir die gut platziert haben hier. Hoppla, was ist denn jetzt los? Ich komme aus der Höhenlinienanzeige nicht mehr raus. Mache ich nicht fertig. Jetzt ist sie wieder da. Höhenlinienanzeige ist H. Ich komme nicht raus. Oh, und ich habe irgendwas eingerastet. Bitte, bitte, bitte jetzt nicht abschmieren. Ich habe alles so schön akkurat hier gemacht. Ich komme aus der abstrakten Anzeige nicht mehr raus. Wer weiß warum? Begrüß mal Maulwurf. Viking, den Anno-Spieler, ganz freundlich mit seinen Leuten. Was hab ich aus Versehen irgendwas eingerastet? Ha, sind die Höhen. Jetzt hat's geklappt. Ich habe anscheinend zu lange im Pausenmodus gespielt, vielleicht irgendwas in der Art. Jetzt speichern wir einmal ganz schnell ab. Sicher ist sicher. Und weiter. Jetzt machen wir unsere erste Linie hier. Gott, habe ich mich gerade erschrocken hier.